Hallo, ja, ich bin auch mal im Jahr 2020 angekommen. Ja, es gab ja letztes Mal noch so viel, das ich euch zeigen wollte. Da fängt es jetzt erst für mich hier auf dem Kanal das Jahr 2020 an. Also nochmal frohes neues Jahr, auch wenn es ziemlich spät ist. Ja, ich bin jetzt hier in Uetersen im Rosenpark. Und was führt hier durch Uetersen durch? Der Ochsenweg. Da war ich ja schon vor genau einem Jahr. Und das Besondere hier ist ja, dass sich der Ochsenweg hier teilt in einer Ost- und einer Westroute. Ja, damals bin ich die Westroute gefahren und heute möchte ich mal die Ostroute abfahren. Ja, die führt über Bad Bramstedt und Neumünster wieder hoch nach Rendsburg. Kilometermäßig ist es genau dasselbe, die Ost- und die Westroute. Das macht nicht viel, aber mal sehen. Es hat mich ja sehr interessiert, ob es jetzt doch anders aussieht auf der Ostroute, ob es schöner ist oder nicht so schön, was es da so zu sehen gibt. Also möchte ich das jetzt mal abfahren. Heute ist der 1.1. und wie kann man das ja am besten beginnen? Natürlich mit einer schönen Radtour, da habe ich gedacht, das ist es doch heute. Wetter ist eigentlich ganz okay. Vor 5 Minuten, 10 Minuten war noch Sonne und jetzt auf einmal ist Nebel und es ist richtig kalt geworden. Ich hoffe, das klart nochmal auf. Laut Wetterbericht könnte das passieren, aber werden wir sehen. Also wünsche ich trotzdem viel Spaß dabei bei der heutigen Radtour. Ja, da ist ja das Schild, wo sich die Route trennt. In die West- und in die Ostroute. Westroute war ja schon schön. Mal sehen, wie die Ostroute jetzt ist. Der nächste Ort ist anscheinend jetzt erstmal Tornesch. Ah, der Weg führt gar nicht durch Tornesch. Einmal außen vorbei. Oh, ist auch nicht schlecht. Man könnte so schön die Landschaft hier vielleicht sehen, aber bei dem Nebel zurzeit ist nicht viel zu machen. Die Strecke ist ein bisschen mehr wie 100 Kilometer, bis sie sich wieder treffen, die beiden Routen. Deswegen werde ich das wohl an 2 Tagen abfahren, aber in einem Video zusammenfassen. Im Moment gibt es ja sowieso nichts viel zu sehen bei dem Nebel. Naja, was soll man machen? Ja, was soll man sagen? Nicht viel los auf diesem Weg. Durch Ellerhub durch, durch Langeln durch, die kleinen Ortschaften, nichts los, nichts zu zeigen. Ja, auch mit diesem Nebel, selbst dann wäre es nicht besser. Keine historischen Gebäude, keine Kirchen, nur Felder, vielleicht mal ein bisschen Wald, aber kein Naturschutzgebiet, gar nichts. Naja, was soll man machen? Der Weg gibt im Moment nicht viel mehr her. Vielleicht in Lentförden, wo es jetzt hingeht. Oder nach Bad Bramstedt, da gibt es bestimmt was zu zeigen.
schön ist es trotzdem. Schöne frische Luft. Ich mache gerne am 1.1. fahren. Ist immer interessant, wo die Partys waren, wo der größte Müllhaufen ist von den Knallern. Ja. Und es ist nie viel los. Besonders morgens. Ich mache immer so eine Schleife, so wie heute. Fahre von Bad Bramstedt runter nach Uetersen und dann wieder zurück. Das sind dann heute schon wieder über 100 Kilometer. Ja, die ersten 100 Kilometer des Jahres schon. Und heute Morgen war das so ruhig. Leere Straßen. Aber da war es auch noch nicht neblig. Da hat es auch richtig Spaß und war richtig schön entspannt. Mal sehen, was hier jetzt noch kommt. Immer noch, es geht hier fast immer nur geradeaus. Dann plötzlich rechts und dann wieder geradeaus. Ja, irgendwie ist es ein bisschen langweilig zur Zeit. Lentföhrden bin ich auch schon wieder durch. Hier ist mal wieder was zu zeigen. Hinter Lentföhrden kommt hier so ein Rastplatz, so ein schöner mit Unterstand. Das ist mal wenigstens mal ein kleines Highlight. Jetzt fährt man mal ein bisschen durch den Wald, aber das ist eine ganz schöne Hobbitstrecke hier. Eieiei, muss ordentlich aufpassen. Und gerade war mal wirklich ein Highlight, ein bisschen Wildwechsel. Lief ein paar Rehe über den Weg, aber da war ich zu spät mit der Kamera. Hier ist auch jetzt mal ein Highlight, wenn man hier in der Bad Bramstedt reinfährt. Immer so schön am Fluss hier entlang, am Park. Ja, das ist wenigstens mal was Schönes hier. Na, hier war wohl gestern Abend was los. Schnell durchs Zentrum durch. Ja, jetzt sind die Leute ja auch draußen. Aber man gut, ich habe heute Morgen noch ein paar kurze Schnippchen gemacht. Filmschnippchen. Mal, könnt ihr mir nochmal angucken jetzt. Nun war ich schon mal wieder ein paar Orte passiert, aber da war wieder nichts los. Ja, der Tag neigt sich dem Ende zu, in einer Viertelstunde ist Sonnenuntergang. Also mache ich hier erstmal einen Cut. Ich fahre am anderen Tag weiter. Ja, so viel gab es ja hier heute noch nicht zu sehen. Aber mal sehen, was auf dem Rest der Strecke los ist. Denn da kommt ja noch Padenstedt, als nächstes der Neumünster und Nordhof. Vielleicht kommt da ja noch was. Also dranbleiben, es geht gleich weiter.
Ich fahre einen anderen Tag weiter. Das hänge ich hier aber im selben Video dran. Neuer Tag, es geht weiter. Es ist schon der nächste Tag. Heute ist der 2. Januar. Das Wetter ist heute genauso wie gestern. Ein Tick weniger Nebel. Aber in den nächsten Tagen ist sehr schlechtes Wetter angesagt. Also es ist eigentlich egal. Ja. Sonne geht es wohl nicht heute. Aber besser als was kommen soll. Sturm, Regen. Also habe ich mir gedacht, fahr einfach los. Ist auch egal jetzt. Ja, wenn ihr vielleicht noch mal ein bisschen Sonne sehen wollt, ja, vor dem Jahreswechsel war ja schönes Wetter, da bin ich auch noch so kleine Touren gefahren, so lockere Runden. Das waren noch mal schöne Tage, da kann ich noch mal ein paar Bilder einblenden. Ja, das waren nochmal echt tolle, tolle Tage. Schön, Sonne im Winter geht, ist auch immer, immer schön. Ja, so, jetzt geht's weiter. Erstmal nach Padenstedt rein und dann Neumünster ist auch nicht mehr so weit. Jetzt bin ich mittendrin in Neumünster. Ja, ging schnell hier rein. Ziemlich grün in so einem Park, an der Stör immer entlang. Und dann war man auch ziemlich schnell hier. Boah, hält sich alles in Grenzen hier. Ist nicht so viel los. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht, wie es wieder raus aus der Stadt geht. Kommt man auch schnell wieder raus. Ja, so eine Fahrradstraße ist immer eine gute Erfindung. Da kommt man gut, kann man gut fahren. Und hier wieder durch den Park, ja, gar nicht so schlecht. Und ich komme hier auch gleich an
So, Neumünster vorbei. Das streicht man hier so ein bisschen. Und der nächste größere Ort dürfte Nortorf sein. Das sind aber noch einige Kilometer. Bin ich gerade mal an so ein Angelparadies vorbeigekommen. Weil diese künstlichen Seen gibt es hier mehrere, denn die sind in den 70ern entstanden, als die A7 hier gebaut wurde. Jetzt bin ich durch Nortorf durch, aber ich habe die Gunst der Stunde genutzt und habe da ein bisschen was zu Mittag gegessen. Ein schön XXL-Burger mit Pommes, lecker. Ja, und was soll ich sagen? Ihr fragt euch vielleicht, was es auch immer bedeutet, dieses Moin, was wir hier im Norden sagen. Die Erklärung war da an der Wand gemalt. Kann ich ja mal einblenden. Ja, da braucht man nicht mehr viel sagen. Boah, das war klasse. So, gut genährt, geht jetzt noch mal ein Stück weiter. Sind aber jetzt noch so 12 Kilometer, denn hier über Land, wieder durch die Felder im Nebel, bis ich wieder auf den Zusammenschluss der West- und Ostroute stoße. Jetzt filme ich ja schon die ganze Zeit mit dieser neuen GoPro 8. Da kann ich ja meinen ersten Eindruck schon mal schildern. Also ich bin zufrieden bis jetzt. Also funktioniert alles sehr stabil. Die neuen Funktionen mache ich jetzt noch nicht. Das ist ein bisschen kalt, denn die Akkus halten dann doch nicht so lange. Bei dieser Kälte, das können die nicht so gut ab. Aber im Sommer oder so werde ich das alles mal ausprobieren. Denn bei 40% sagt mir die GoPro immer, Akku zu schwach und schaltet sich dann wieder aus. Also das ist aber mehr vom Akku das Problem. Und ich habe auch noch so ein paar No-Name-Akkus. Die kann sie auch nicht so gut ab. Denn nach einigen Sekunden bricht dann das Video ab und gibt mir noch ein Standbild.
Sieht manchmal ein bisschen witzig aus. Aber sonst alles okay. Bis jetzt. Aber da muss man erstmal noch ein bisschen mehr filmen, um da so ein richtiges Fazit mal zu ziehen. Ja, doch gar nicht so ungefährlich. Da stehen ja immer diese Schilder mit diesem Eisabwurf. Da soll man drauf achten. Jetzt lag da wirklich mal Eis links und rechts neben der Straße. Da kann man das mal sehen. Ja, nicht ganz ungefährlich. Jetzt bin ich bei der Zusammenführung der Ost- und der Westroute. Ja, persönlich hat mir ein bisschen die Westroute besser gefallen. Ja, auf der Ostroute, die ich jetzt abgefahren bin, hat man nicht viel gesehen, außer Felder, vielleicht mal ein bisschen Wald. Es war natürlich neblig, aber besser wäre es auch nicht gewesen. Die großen Highlights waren ja Bad Bramstedt oder Neumünster. So eine große Stadt dazwischen ist auch nicht schlecht. Und ein Vorteil hat die Ostroute. Es gibt so gut wie keine Höhenmeter, nur ein paar leichte Berge gab es. Und der ein oder andere Campingplatz ist auch dazwischen, falls man den mal abfahren möchte. Ja, das waren jetzt ungefähr, ja genau weiß ich es nicht, ein bisschen über 100 Kilometer. Da muss ich mal nachschauen, aber da tun sich beide nichts. Die sind ungefähr nur einen Kilometer auseinander. Ja, so 2020 ist ja dann schon ganz gut gestartet. Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen Trainingskilometer sammeln. Ob drinnen oder draußen, das entscheidet ja immer das Wetter. Und mal sehen, was da so ist. Beim nächsten Video wird bestimmt auch mal ein bisschen mehr Sonne sein und ein bisschen mehr zu sehen. Ja, geplant für 2020 ist einiges. Ich hoffe, das wird was. Also, ich hoffe, dann hat es heute wenigstens gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss. Sind damals in den 70ern entstanden, als hier die Autobahn gebaut wurde. Norddorf, auch wieder durch. Aber ich habe die Chance der Gunst. Bed and Breakfast an. Sowie. Wichser.